Super Mario Odyssey ist eines der meistgefeiertsten 3D-Marios überhaupt und daher hätte ich mir mal gedacht, machen wir mal ein Top 15 meiner Lieblings-Kingdoms. Ja, das Spiel hat 15 Kingdoms, wenn man die drei Mondländer in einem zählt. Das mache ich hier in diesem Top-Video auch. Und ja, wir labern nicht mehr ganz lange rum und wir gehen sofort los mit den Top 15. Auf Platz 15 liegt wohl eines der lamesten Kingdoms überhaupt. Es ist das Wolkenland. Wieso? Es ist einfach nur richtig klein. Gut, man hat einmal einen Bossfight, aber das war's dann auch schon. Viel mehr passiert hier eben auch nicht. Auf Platz 14 haben wir ein Kingdom, was man durchaus hätte mehr bevorzugen können und das hätte wirklich richtig Potenzial gehabt. Ich rede hier vom Ruinenland. Als man dieses Land das erste Mal betreten hat, hat man sich gedacht, boah, so ein richtig geiles Land, da wird später noch viel geileres Zeug auf uns zukommen, aber nein, das Ruinenland bleibt zwar ein überraschendes Land, aber mehr außer dem Drachenfight wird da wohl halt nichts mehr kommen. Und das finde ich halt schade, das Ruinenland hätte durchaus mehr Potenzial gehabt, aber was soll man denn machen? Gefolgt auf dem 13. Platz haben wir das Hutland, ja, das Tutorialland. Hat es leider nicht weiter geschafft. Es ist zwar ein geiles Land, um anzufangen, wo die Geschichte be beginnt, aber viel mehr ist es halt leider auch nicht, ne? Man hat dort zwar den ersten Fight, aber im Prinzipiell ist das Hutland nur ein Tutorial und das sollte es eben auch bleiben. Auf den 12. Platz haben wir ein Land, welches von der Community hart gefeiert wird. Ich muss sagen, ich bin kein Fan davon. Wir reden hier vom Forstland. Das Land ist mir persönlich ein bisschen zu hart. Ich mag das Setting irgendwie nicht. Außerdem finde ich die Musik nicht so nice. Aber es ist ein großes Land und es hat durchaus Potenzial. Es hat was Neues geschaffen. Das muss man ihm auch lassen. Deshalb den 12. Platz. Der 11. Platz belegt das Pilzkönigreich und das ist meiner Meinung nach verdient, weil im Prinzip man sieht nichts Neues gut. Es ist Yoshi spielbar. Aber das war's im Prinzip auch schon. Man hat das Schloss und man kann die Bosse in einer erschwerten Form nochmal spielen. Das ist alles, was ich am Pilzkönigreich feiere. Sonst Nostalgie, na klar, aber tut mir leid, mehr habe ich da auch nicht mehr zu bieten. Auf dem 10. Platz ist ein Land, welches vor allem von Super Mario Sunshine Spielern richtig hart gefeiert wird. Ich muss sagen, ja, es ist ein geiles Land, aber ich finde es jetzt nicht so berauschend. Es ist ein nice Land, es ist ein schönes Land, aber da fehlt ein bisschen die Überraschung und die Innovation, wie ich finde. Das Küstenland bietet zwar richtig geiles Feeling zu Super Mario Sunshine her und auch Urlaubsfeeling im Sommer, aber im Prinzip leider, ja, ich würde es gern mehr feiern, aber mein Gefühl sagt so, nee, das ist nicht das Land, was dich begehrt. Auf Platz 9 haben wir die drei bekannten Mondländer, Mondland, finstere Seite und die stockfinstere Seite. Ich habe alle drei zusammengefasst, weil im Prinzip, ja, im Prinzip ist das auch alles insgesamt ein Land und ich muss sagen, es hat durchaus Potenzial, ja. Ich fand es geil, dass der Endfight auf dem Mondland stattgefunden hat. Die finstere Seite hat nochmal einen ordentlichen Fight gezeigt gegen alle vier Brutals. Da hat man ordentlich durch müssen ohne Leben. Das kann durchaus schwierig sein, wenn man nicht mit der Steuerung vertraut ist. Und die stockfinstere Seite, ja, dieses ultimative Level, es ist jetzt nicht das Schwierigste. Es ist zwar innovativ, dass man da im Prinzip nochmal alle Länder durchläuft, aber es ist jetzt nicht schwierig. Man kann da halt einen Haufen skippen und daher leider nur der 9. Platz. Auf den 8. Platz haben wir das Wüstenland. Finde ich jetzt auch nicht so hammermäßig, aber wenn man sich mal die Größe und die Innovation, die in dem Wüstenland vorhanden ist, ansieht, dann finde ich das durchaus schon mal gelungen. Vor allem diese Eispassage unter der Wüste, das hat es nochmal ordentlich rausgebracht. Der Boss, dieser Eisboss, den fand ich auch nochmal geil. Da gibt es ja so einen ähnlichen Mario Tennis Aces und den fand ich ordentlich geil, ja. Auf den 7. Platz haben wir Bowsers Land. Ich finde zwar die Kulisse mit dem asiatischen Look und dass es so viele Inseln gibt jetzt nicht so geil, aber man muss sagen, die Atmosphäre ist da, die Schwierigkeit auf jeden Fall und die Vögel, mit denen man pieksen kann, das ist nervig, ja, aber deshalb feiern sie ja wir meistens, ne? Und ein paar Bosse, vor allem der Roboboss, gibt schon ordentlich was her.
Ich find's Bowser's Land einfach nur geil. Auf dem sechsten Platz haben wir ein Land, welches wir schon von frühen Trailern kennen. Wie ich rede hier von Cityland. Ein ordentlich großes Land, ja, mit viel Potenzial. Wir haben geile Unterlevel, geile Secrets. Die Monde sind super versteckt und mit der Bürgermeisterin Pauline ist einfach nur alles gelungen. Der Wiggler-Boss bringt automatisch nochmal eine Würze obendrauf. Und nun kommen wir zu den Top 5 meiner absoluten Lieblings-Kingdoms in Super Mario Odyssey. Auf Platz 5 haben wir leider ein Land, was halt wieder mehr Potenzial hätte, es aber im Prinzip mehr oder weniger versaut hat. Und zwar rede ich hier vom Polarland. Ja, ich feiere ja allgemein Schneeländer in Videospielen. Und das Polarland gehört wie immer dazu. Leider ist es halt eine eher kleinere Welt, aber man hat schon durchaus einen Spaß im Polarland gehabt. Die Schneephysik ist zwar nicht ganz die geilste, aber man hat das gemacht, was halt drinnen war. Und allgemein hat man im Polarland nochmal ordentliche Monde verpackt, geile Minigames. Und man kann sagen, eines meiner absoluten Lieblingskingdoms. Auf dem vierten Platz haben wir das Schlemmerland. Ja, ich finde die Kulisse einfach nur epic, ja, und das sage ich die ganze Zeit bei Lieblingsländern. Aber Schlemmerland, das ist mal wieder was Neues in einer Welt, wo man heiß kocht, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kocht dort mit Lava und das ganze Gemüse, was dort verkocht wird, das ist einfach nur nice und das macht Bock auf Essen. Und ja, ich finde es einfach nur Hammer, wie diese Welt umgesetzt wurde. Ich hoffe, das sieht man in einem späteren, eventuell Super Mario Odyssey 2. Vielleicht noch mehr, ich würde es feiern. Auf Platz 3 haben wir eines der Anfangsländer, das Kaskadenland ist einfach nur geil. In diesem Dinosaurier-Look hat man auf jeden Fall der Welt ordentlich was geboten. Sie ist halt leider wieder nur eine etwas kleinere Welt, aber das, was man sieht, ist auf jeden Fall geil. Man freut sich immer wieder, diese Welt zu zocken. Ich kann mich nicht beklagen, wann man in dieser Welt denn keinen Bock drauf hat. Also ordentlich, dieses Kaskadenland hat wirklich Bestleistung gezeigt. Auf Platz 2 haben wir ein überraschendes Land und durchaus gelungenes Land. Das verlorene Land hat nochmal ordentlich für Überraschungen im Super Mario Odyssey Universum gesorgt. Was man dort alles findet, der Aufbau, der Look, das ist nur nice. Die Verwandlungen, die Wiggler, alles geil. Ich kann mich nicht beklagen. Vielleicht ein bisschen hin und wieder nervig, wenn man oft so stirbt, aber ich kann mich ansonsten nicht beklagen. Auf den ersten Platz, Leute, die mitgezählt haben, wissen, welches Land kommt. Und zwar das Seeland. Das Seeland hat für mich ordentlich was übertroffen. Das Seeland bietet bei mir das Feeling, was bei anderen Leuten das Küstenland ausstrahlt. Und beim Seeland habe ich einfach nur richtiges Nostalgie-Feeling. Dieses Wasser, wenn ich dort schwimme, diese Unterwasserstadt, ich finde es einfach nur epic. Ich kann mich nicht beklagen. Das war meine Top 1. Ich hoffe, euch hat mein Top-Video gefallen zu meinen Top 15 Super Mario Odyssey Ländern. Was eure Top 15 an Lieblingsländern sind, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf euer Feedback. Ansonsten könnt ihr das Video gerne euren Freunden teilen, damit die mal sehen, was ich so an Super Mario Odyssey feier. Ihr könnt ansonsten gerne einen Like dalassen und abonnieren, wenn ihr keines meiner Let's Plays oder eben solche Ausnahmevideos mehr verpassen wollt. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin und ciao.